Ja, aber so dumm ja, kann er nicht gewesen sein. Hey, hey, hey. Mir ist eine Sache aufgefallen, wenn ich unser YouTube-Video geschaut habe. Und zwar, dass ich beschissen ausschaue im Video. Ich auch. Und ich? In den Videos? Ja, ich schaue in dem Video arg scheiße aus. Vielleicht ist es nicht nur das Video. Immer fresh. Was? Aber ist es, schau, das Lustige ist, jeder schaut sich nur selber an. Niemand schaut, wie der andere ausschaut. Ja, ja, hast du dir jemals angeschaut, wie die anderen ausschauen? Ich schaue es gar nicht. Und er schaut gar nicht. Boah, ich schaue es eher an, aber ja. Ich schlafe. Das Einzige, was bei mir ist, so beim einen Video, man sieht mich fast nicht, weil ich die Cap so mitten im Gesicht habe. Na, also, findest du dich nicht attraktiv auf Kamera? Ich finde mich arg mehr auf Kamera. Ja? Ja. Ich finde die anderen schon eh alle stabil aus, ich finde nur mich mehr auf Kamera. Nein, ich finde dich schön. No homo. Schreibt es in die Kommentare, findet ihr Marco in dem Video schön oder schön? Wenn ihr ein Like, schön, zwei Like. Dann ist wieder ein Dislike. Mehr. Ja. Ach, scheiße. Wir machen Insta-Umfrage. Insta-Umfrage? Nein, WhatsApp-Umfrage. Ah ja, Meinung, es gibt jetzt WhatsApp-Umfragen. Das ist crazy. Da wurde der Wirt gedingselt, oder? Da wurde der Wirt getauft, ja. Von wo kommt der Name Wirt? Ich bin jetzt der Wirt. Ja, wer hat das ins Leben gerufen? Manchmal verwirrt, aber immer der Wirt. Nein, ein Freund von mir hat das ins Leben gerufen. Der Wirt? Der Wirt, ja. Weißt du, was ein Wirt ist? Ja. Willst du ihm keinen Shoutout geben? Schöne Grüße an Domo aus Strasshof. Und schöne Grüße an Nein, das wird jetzt wieder piepsen müssen. Ich sehe Domo immer nur, wenn wir ins Kino gehen, Mann. Bro, Domo. Es ist halt wirklich so. Du siehst ihn seit 3 Jahren. Nein, länger. Seit lang. Du siehst ihn nur im Kino. Ja, aber Kino, auf Ernst halt. Dass wir Creed angeschaut haben, war eh eine der ersten Sachen, die wir gemacht genau, haben. Genau, ja, dann haben wir wieder Creed geschaut. Dann haben wir wieder Creed geschaut, oder? Das geht, glaube ich, nicht. Ich war 4 Jahre nicht mehr im Kino, Mann. Hey. Ja? Ja. Locker. Wieso gehst du nicht ins Kino, Mann? Ich weiß nicht. Du bist kein Mann von Kultur. Wir wollten, die haben doch Rheingold angeschaut. Wo warst du? Er hat gerufen. Keine Zeit. Er hat keine Zeit. Er hat Business. Allgemeine Meinung zu Kinos? Kino ist eh nice. Keine Ahnung. Ich finde Kino auch nice. Wenn es ein guter Film ist, ich Kino bin auch 2-3 Mal alleine ins Kino gegangen hier. Alleine? Du bist gestört, Bruder. Auf Ernst, alleine? Ich schwöre, einfach alleine. Ich habe geschaut, was für ein Film, dann bin ich hier spaziert und bin halt ins Kino alleine. Ohne aber was Ding zu holen. Ist Lugner. Ja, Lugner. Ja, Lugner ist gleich, was um die Ecke. 5 Minuten, Bruder. So, zu Fuß. Zweites Wohnzimmer. Alleine ins Kino, Bruder. Aber ich war auch, wo ich im 11. gewohnt habe, in Gasometer 1-2 Mal allein. Alleine im Kino, Mann. Ja, schau, weil du musstest so viele Leute fragen, so, du gehst einfach. Du ja, ich sehe so, besser. Was mache ich? Ich gehe. Warte mal, alleine im Restaurant? Ja, ja. In Barcelona war ich alleine. Ja, Shepard, ha? Das Beste. Das ist nice. Alleine essen gehen ist schon ein Vibe, auf Ernst. In Restaurant warst du mal alleine im Restaurant essen? Ja. Ja. Du chillst einfach alleine. Wo? Sag Szenario. Sag's. In Griechenland und in Serbien. Ich war in Kosovo. Ich war in Barcelona. Wo ich hatte einfach. Okay, aber wo warst du? In Serbien und in Griechenland war ich auch immer alleine. Griechenland ist Serbien ist so zu Hause mäßig. Das ist, nein, nein, ich war in einer fremden Stadt so. Ah. Aber mein Cousin hatte Corona, deshalb musste ich alleine essen gehen. Okay. Ja, stimmt, da gab es private Story. Also. Aber bei mir war es schon ein bisschen unangenehm. Weil ich war so Garten und ich gehe so hin, weißt du, ich sag so, ja, für eine Person bitte, weißt du, so nimmt mich, er setzt mich genau in die Mitte. Ey. Genau Mitte, es waren so, glaube ich, so 60 Menschen, 100 Leute, keine Ahnung, oder weißt du, wie viele. Aber genau in die 3000 Mitte. Menschen. Aber Restaurant oder so? Restaurant, so schickes Restaurant. Nein, okay, das ist abgefuckt. Na. Wo warst du? Im Biss zählt nicht. Ja, so auf, weißt du, so. Fast Food schnell essen. Fahrst du das immer alleine? Ja, eh, weil das 90% von alleine möchte ich was anderes, aber du setzt dich hin, du kriegst du setzt dich hin und isst dort so. Ja, ja, das schon, das ja. War, ja. So? So richtig. Kostor. Ich bin in so einen Pizzaladen gegangen alleine und so. Ja, das, ja, das ist noch im nichts. Rahmen. Das ist so ja, ey, ich war so richtig so. Ja, alleine schöne Küche. Am Strand. So ja, Ding, alle schick angezogen. Am Strand war ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass du ein Vibe bist. Ich hatte so, ich war gut angezogen und ich hatte so Zigarren, weißt du. Ja, das ist der Partyfilm Konrad. Wisst ihr, da war ich alleine im Urlaub für 2-3 Tage. Mhm. Das war warst du? Abgefuckt. In Barcelona. Alleine? Alleine. Ich mach's in Bars alleine. Also. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich setz mich so hin und ich möchte so dieses Ding bestellen, dieses Reis mit Seefrüchten. Ja. Oder Seefrüchten? Paella. Paella? Er sagt mir so, ja Ding, das gibt's nur für 2 Personen. Ich so, Scheiße. Ich so, okay, Ding, so weißt du, ich so auf Panik geschaut, dann habe ich mir so Steak besorgt. Espresso Martini, Zigarre, ich sitze so da, weißt du? Orgefilm. Er dachte, das ist der Part einfach. Orgefilm. Ich habe mich gefühlt wie der Part. Orgefilm. Aufgegessen, bezahlen gegangen. Dann bin ich fortgegangen. Nein, alleine. Alleine, wie ist es, alleine fortzugehen, Mann? Jetzt mal ehrlich, ich kann mir das Uni vorstellen. Ja. Alleine fortgehen. Alleine fortgehen muss ehrlich abgefuckt. Ich finde schon also sozial schlimm, musst du wirklich einen psychischen Schaden haben. Ja. Ich hab mal Tourist, anderes Land. Anderes Land, Tourist, ich habe mich angetrunken.
Und danach. Ja. Ich bin eh so draußen gesessen dort bei der Ding und da hat mich irgendeiner angesprochen. Nein. Alleine fortgehen ist eh abgefuckt. Ich finde zu zweit schon schlimm. Aber allein. Ja, gell, jetzt, wo man sich daran gewöhnt hat, mit vielen Leuten vorzugehen, auf einmal zu zweit, ist auch gewohnt. So okay. Ja, ich war aber, ich muss ehrlich gestehen, ich war beim ersten Mal, ich war 3 Tage alleine, dann war ich 2 nicht alleine. Und war ich 2 Abende alleine fort oder 1 Abend. Mit wem warst du denn? Islam. Okay. Ja. Shoutout an Islam. Islam Dogan. Wir haben früher zusammen gespielt. Ja, ja. Ihr Städtengang. Ihr Städten. Ja. Aber es hatte eh irgendwas. Shoutout SV hier Städten. Zähliger regiert. So, gell? Ist ein Crap. Ich will nochmal auf Kino zurück. Meinung zu Kino-Dates? Bitte. Mag ich nicht. Kino-Dates? Kino-Date mag ich nicht. Dann kannst du nicht reden, du sitzt da einfach. Und schaust zu. Und dann ist so, okay, was jetzt, weißt du? Nach Hause gehen. Ja, es geht nicht. Ja, was ist du euer. Kannst du es vielleicht machen, wenn du schon, wenn man zusammen sich kennt und so. Ja, so ein Kino-Date, okay, aber. So, was meint ihr, ist so beste so Date-Unternehmung? Tankstelle. Käse kann essen. Ich schaue, du bist Red Bull, ey. Geh mal. Beste Date? Ja, beste Date-Unternehmung. Ich weiß nicht. Ich mag es essen zu gehen. Ja, Döner. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag es immer schön essen zu gehen. Ja, entweder schön essen oder Käsekreiner Westbahnhof essen. Vertraut ist besser. Ist auch ein Vibe. Ich weiß nicht, aber Käsekreiner Westbahnhof. Bruder, du isst ein Käsekreiner. Ja. Du stinkst ja aus der Fresse dann, oder? Ich weiß nicht, Käsekreiner kommt darauf an, wie man sich kennenlernt. So, wie man sich kennenlernt, kommt dann darauf an, was erstes Date ist. Erstes Date, so, man hat noch die Käsekreiner schon so ein bisschen so. Döner geht immer, vertrau mir. Bei meinem Stammrestaurant sage ich irgendwie so, Bruder. Gehst du in das. Erstes Date? Das Next Döner? Level. Vertrau mir, das Next Level. Ich war auch letztens Käsekreiner. Er war auch letztens Käsekreiner einfach. Nein, ich gehe immer schön essen. Aber das ist so, man kannte sich schon. Ich das ist was anderes. Ja, das ist aber Käsekreiner essen. Ich gehe immer in so Restaurants, wo ich gerne hin möchte, aber nicht alleine gehen will. Ich weiß nicht, wenn du ein Date hast, ich muss schon aufschick. In ein Restaurant. So habe ich das komisch gesagt. In ein Restaurant bringen, das du schon kennst. Nein, ich gehe immer in neue. Dann will ich mich selber überraschen lassen. Ich verstehe beides. Ich verstehe beides. Na, weil, schau, es gibt so Restaurants, da würdest du nie hingehen alleine. Und mit Freunden, oh, Bruder, was gehe ich mit euch? Keine Ahnung. Ich will jetzt keiner sagen, weißt du? Keine Werbung. Mit mir. Aber dann gehe ich so, na. Wenn ein bisschen läuft vielleicht, aber so nicht. Weißt, und dann gehe ich. Es läuft eh, was meinst du? Ich schaue dann immer so schöne Restaurants und dann gehe ich da gerne hin. Er googelt schöne Restaurants. Schönes Restaurant in Wien. Und außerdem Wien. Ich möchte es für beide so Seiten schön gestalten. Mal, was ist. Damit auch für die Dame es ein schöner Abend ist. Nee. Boah, ich weiß doch früher, wo diese Shisha-Bar-Zeit org war, immer Shisha-Bar-Dates. Das war so schlimm. Das ist abgefuckt. Das war so schlimm, Bruder. Was willst du rauchen? Loblauf. Erstes Date? Erstes Date Shisha-Bar. Ja, ist schon schlimm. Das hatte ich nie, glaube ich. Nein. Ich glaube schon, wo diese Shisha-Bar-Zeit org war, wo man wirklich jeden dritten Tag Shisha rauchen war. Metropolis. Ja, aber du hattest so eine Zeit. Ich war Candice immer. Oh, Candice-Patient. Ich hatte so eine Zeit nie. Oh mein Gott. Du eine Shisha-Zeit? Also. Ich hatte meine Platin-Zeit. Ich war nie. Platin bei mir dort. Bro, ich hatte Antik-Zeit, war auch. Billardspiel und Shisha rauchen. Ah, dort. Und Box hat er gemacht, ja, das ist der Flex. Antik, Lux. No. Antik auch, oh mein Gott. Antik. Nexalos war. Schlimmste, es gibt man. Antik, Lux war auch arg. Warst du nicht Xalos? Nein. Wo ist das? Das ist Dingster. Wo war das? Marahilf, oder? Wirklich? Xalos, Mann, das ist, wo unten dann so laute Musik läuft. No. Emirgan war früher krank. Emirgang kenne ich auch. Ich war nicht so drin, ich schon war es schwer. N99, neben dem N99 gab es eine. Das war Juices. Da war ich einmal. Die hatten damals ihren eigenen Energy auf Fantasy. Da war ich einmal. Das ist so eng, du gehst rein. Das war eng. Tische hier. Und in der Mitte so ein kleiner Platz. Aber das waren Leute, die gehen in beide Richtungen oder so seitlich aneinander vorbei. Weißt du, aber das war so, man geht in den ersten Bezirk, weißt du, man will so schauen, wer das so dort. Ich bin ehrlich, nur wegen Werb. Ja, aber ich war im ersten. Es gab. Na gut. Man hat eh also niemand. Das Ding ist, man hat eh keinen angesprochen oder so. Man hat gehofft, dass auf einmal so Strohhalm runterfällt und du auch. Ja, es war halt cool, Shisha rauchen zu gehen, du weißt. Aber urteuer, im Nachhinein man einfach eine Shisha kaufen zu Hause. Früher war es ja auch billig, Mann. Jetzt ist, wie viel kostet eine Shisha jetzt? 15, 17, 18 Euro? 20 Euro locker. Und die schmeckt nach Scheiße, 90%. Ja, ehrlich jetzt,
Findet ihr wirklich große Unterschiede zwischen verschiedenen Shisha-Geschmäckern? Also was fruchtig, auch zwischen fruchtigen? Ja, fruchtig ist gefühlt, Beste. Ich bekomme immer denselben, Mann. Ja, dann was sagst du? Was sagst du immer? Gib mir den Besten. Ich bestelle nie selber. Ich sage immer andere bestellen und ich höre immer neue Sachen, aber es schmeckt dann immer gleich. Es werden meistens zwei Shishas oder drei Shishas bestellt und eine ist immer diese eine. Seine gute. Der Klassiker. Na, diese eine, irgendwas Exotisches immer dieses. Ja, und die schmecken für mich alle gleich. Ich habe immer gesagt, Mango. Was Gutes. Das, was für mich das anders schmeckt. Das ist der Fehler. Dann geben wir dir was. Kommt auf den Shisha-Kellner, glaube ich. Ich glaube, es gibt einen Shisha-Kellner mit Charakter, Bruder, die so weißt du dann wirklich. Meinst du, geben dir einen benutzten sogar dann? Der war schon davor schon benutzt wurde? Das glaube ich nicht. Vertrau, Bruder. Was, wenn du faul bist und du hast schon so, du arbeitest deine 10. Schicht diese Woche? Das, glaubst dann du nehme wirklich? Ich einfach irgendeine. Ehrlich, ich weiß, es ist viel los. Glaubst du, er macht sagt eine neue Schicht? Er sagt so was Gutes, ja. Pff, die ist schon warm, da kommt schon Rauch raus. Manche finden das auch gut, weißt du, dann gebe ich dir das. Ja. Ehrlich? Na, aber man merkt schon, wenn der Tabak davor geraucht wurde. Vertrauen, nein. Wirklich? Du bist ein richtiger Shisha-Hater. Nein, man weiß einfach, Bruder. Hä? Nein, es kommt dann gut Rauch raus. Es ist ja dieser gute Zustand, weißt du. Nein, ich weiß nicht, das ist schon. Er dribbelt hier einfach. Vertrauen mir. Ja, aber. Kann eh sein, weißt du, Shisha-Kellner benutzen, Tabak benutzen, normale Kellner spucken ihn essen. Hey, ganz alles, entspannt. Bruder. Alles gibt's. Alles oder Bundeswehrküche ist aber wirklich frech, Bruder. Ich hab letztens ein Video auf Snap gesehen, musste du Bastard, Bruder. Er ist in der Küche, er hat gepostet, Bruder. Reis ist auf Boden gefallen. Sie haben den Reis wieder aufgehoben und wieder zurückgegeben. Na gut. Ja, okay, du sagst Bundeswehrküche, weil. Das passiert überall, Alter. Das ist der Muster, nicht der Bundeswehr. Das ist der Muster. Aber das macht jeder im Bundeswehr. Die Bruder, denen ist scheißegal. Nee, ist es ja selber, aber mir ist auch scheißegal, Bruder. Bruder, wenn ich in einem Restaurant arbeite, ist mir auch scheißegal. Ich glaube, es ihm juckt das. Ist nicht mein Restaurant. Wenn es keiner sieht. Das ist ein bisschen Anstand muss schon sein, oder? Aber ja, das ist am Anfang. Nur schön essen ist, glaube ich, nicht, dass die Bruder so Reis vom Boden. Aber was glaubst du? Deswegen, wenn du schön essen gehst, haben die gutes Personal, wo der Reis nicht am Boden landen sollte. Also. Ja, ja. Ja, ist eh so. Weiß keiner, aber ich glaube dran. Ich glaube auch dran. Ich glaube jemand, na. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja. Reis auf Boden sollte nicht sein, Alter. Ganz deine Meinung, ja? Ja, ist meine Meinung, ja. Schön essen aber gehen. Glaubt ihr, habt ihr schon mal was gegessen, wo ich ins Essen gespuckt wurde? Boah, sicher. 100%. Ja, sicher, Mann. Safe. Irgendwo, wenn du irgendwo essen gehst, wo die dann so in 15 Minuten schließen, die spucken das safe, rein. Der Schlatz ist so mit. Also ich würde auch reinspucken. Mäßig, der macht schon sauber und dann kommst du rein in den Laden und denkst ja, safe. Süß jetzt. Oder ganz einfache Hört's Sachen, auf. Wie zum Beispiel, stell dir vor, ein Kellner fliegt eine Gabel runter, wenn das Geschirr bereit macht oder so. Ich nehme die Gabel, gebe diese Servietten ein Dingsel, dann gibst du dem Kunden, weißt du? Das ist eh klar. Aber das ist ja. Nicht ja, ich hab's nicht gewusst. Naja, ich hab trotzdem gegessen. Maja. Kann man nichts machen. Da alles, was kann passieren. Aber ganz ehrlich, grindigste ist beim Döner essen. Wieso? Ja, weil die nehmen in einer Hand, die machen Döner und dann nehmen sie dein Geld. Ich glaube, es fliegt auch nichts runter. So die hey. Wann hast du jemals einen Dönermann Hände waschen sehen? Das ist Straße, Mann. Das ist erlaubt. Ja, das ist Streetfood, weißt du, das heißt so. Aber nein, er greift nicht das Fleisch so an, er hat ja davor das Papier. Aber er nimmt, ja, wenn du zum Beispiel er nimmt das Brot hier raus. Das ist eine Sekunde, Dings da. Drei Sekunden. Okay, aber das ist jetzt Mecker auf hohem Niveau. Ehrlich, das ist ja nichts Schlimmes. Scheiß, unsere Vorfahren haben vom Boden gegessen, weißt du, was ich meine? Ehrlich, so ein Menschen gestorben. Ich esse immer noch vom Boden. Ich esse immer noch vom Boden, Rashid. Alles so schlimm. Ja, aber es gibt ja auch den einen oder anderen, der trinkt nicht von einer Flasche oder so. Das ist, auch ja, das ist komisch, Konrad. Oh. Was viel komisch, Alter. Machst du das oder was? Wenn jemand aus meiner Flasche trinkt, habe ich keinen Bock mehr. Hä? Mir ist das Ärger egal. Das ist mir so schön. Bevor mir das bei dir aufgefallen ist, habe ich daran nie überhaupt gedacht. Also, ich trinke einfach. Ja, gell? Was soll passieren, so auf Ernst? Ja, Bruder, ist einfach, ich weiß nicht, Spucke, irgendwie vermischt sich das, keine Ahnung. Ja, und ich trinkst ja, du trinkst ja. Ich trinke es nicht bei jedem. Bei Frauen? Da haben wir ihn, gell? Da haben wir ihn, da haben wir den Invitator. Vielleicht noch aus einer Flasche trinken, noch eine Weinflasche teile ich mir vielleicht. Ja, warum Wein? Weiß ich nicht. Da bist du schon nicht. Da ist die Alkohol, das macht sauber. Das macht sauber, weißt du. Alkohol cleant das ab. Ich find's gar nicht schlimm. Ja, ich mag's einfach nicht. Ich mag's gar nicht. Ich mag's auch nicht. Und auch wenn jemand von meinem Essen abbeißt, mag ich nicht. Du bist einfach eine kleine Prinzessin. Ehrlich. Von der Seite. Aber sag dir ehrlich, vom Essen abbeißen, zum Beispiel manchmal. Schau mal jemanden zu, wie er vom Essen abbeißt. Na, was ist zwischen nicht mag? Bei kleinen Kindern. Mein Homie da. Kinder zum Beispiel. Ja, ich weiß. Weil kleine Kinder essen ein bisschen grindig. Ja, essen und trinken. Und die haben auch alles im Mund. Ich glaube, mir ist das egal. Ich weiß nicht. Ja, ich werde dann trotzdem abbeißen, aber mit so im Hinterkopf so, ja, ich denke nicht mal dran, ich habe einfach Hunger, Mann. Ich beiße noch rein. Ich sag dir ehrlich.
Prinisa. Konrad, du bist eine kleine Prinzessin. Nein. Oh ja. Wäschst du euch immer die Hände, wenn ihr nach Hause kommt? Nein. Ja, wenn ich davor. Ja, ich gehe meistens pissen nach dem. Ja, wenn ich pissen gehe, dann normal, aber ich komme nicht nach Hause und gehe so Hände waschen. Einer meiner ersten Sachen, die ich mache, ist mir die Hände zu waschen. Ich weiß nicht, mir kommt immer ziemlich drauf aus. Hattest du schon mal Corona? Ja. Ich nicht. Da merkt man selbst bei diesen Hygieneprinzessinnen. Die ich sage ja nicht, dass es Ding ist, aber ich weiß nicht, ich finde mich dann so sauber. Aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ich gehe 90% zuerst aufs Klo. Und danach gehst du dir Hände waschen. Ich gehe mir oft Hände waschen zuerst, dann gehe ich aufs Klo und dann wasche ich mir nochmal die Hände. Das vergesse ich dann. Sorg. Na, ich ob ich auch so, wenn ich nach Hause komme, tue ich gleich mal pissen gehen, weil ich denke mir so, wenn ich mich hinlege, ich habe keinen Bock, dann wieder aufzustehen. Yeah. Oder so, jetzt stehe ich schon, weißt du? Echt? Ja. Manchmal, ich bin zu faul, denke ich einfach nicht pissen. Nein. Ja, oh ja, aber wenn man Druck hat, dann. Ja, wenn man. Aber musst du das Schlimmste ist, wenn du zu faul bist vom Schlafen gehen und du musst auch pissen. Der früh, du stehst auf. Ja, aber dann kann ich nicht schlafen, Alter. Wenn du wächst ins Bett geschlafen und musst dann aufs Klo. Du gehst schlafen, musst aufs Klo. Dann gehe ich einfach pennen. Echt? Ja. Wenn ich müde bin, dann gehe ich einfach pennen. Dann bin ich weg. Nein, ich kann nicht, ich muss. Ich hätte Paranoia. Aber dann in der Früh, Bruder, ich muss pissen für 3 Leute. Ja, ist. Auf ganz entspannt. Na, Mann. Meinung Elternsprechtage. Elternsprechtage? Ja. Immer abgefuckt, für mich eh immer. So, als noch Elternsprechtage gab, war ich noch gut in der Schule, deswegen. Ich war nie gut in der Schule. Ich habe die zweite Folge wiederholt, Mann. Ich habe die zweite Folge schon wiederholt, ja. Ich konnte kein Deutsch. Was? Wirklich? Ja, bist du nicht hier geboren? Ja, das ist das Ding halt. Von Volksschulwiederholer zum Meme-Seiten-Millionär, Bruder. Was ein Leben, oder? Schreib ein Buch, Bruder. Viel. Vom Bayern. Also, ich habe Volksschule auch was wiederholt. Echt? Welche Klasse? Echt? Nicht, also, ich war schlecht. Ich war der Schlechteste in Deutsch. In Deutsch? Aber ich habe halt eine 3 bekommen. Jeder hat so 1 bekommen. Dann hat der Schlechteste eine 2 und ich hatte eine 3. Aber wie wiederholt man Volksschule? Überhaupt die zweite Klasse? Ja, du bist halt nicht abgefuckt, Alter. Die haben Lernschwäche oder so. Lernschwäche, aber oder du bist auch nicht ready, also du hast keine Lust zu lernen. Du bist asozial. Nur Kindergarten, du kannst immer spielen. Aber du musst mal den Kopf haben. Du musst eine Volksschullehrerin sein. Ja, ein kleines Kind Klasse wiederholen lassen. Du brauchst ein kleines Kind ein Lebensjahr, Bruder. Das ist schon, das ist krank, Bro. Lehrerin. Du kleine verdammt. Okay, gar nicht, bist nicht beleidigt. Aber du bist nicht klar. Ich merke mir das, du miese Mann. Du kannst ja nicht in die zweite gehen, wenn du Alphabet nicht kann, weißt A, B, C, D. Ja, aber so dumm kann das gewesen sein. Hey. langsam. Ich weiß eigentlich nicht, wieso ich wiederholt habe, aber wegen Deutsch war das. Ich habe in Deutsch eine 5 gehabt einfach. Ja, aber konntest du gar nichts so was? Ich weiß nicht mehr. Ich konnte es ja Deutsch, aber. Irgendwas war da falsch. Als ob er kein Deutsch konnte, hä? Irgendwas war da, in Deutsch war wirklich ein Problem. Und danach konnte ich Deutsch irgendwie. Aber ich muss ehrlich sagen, Schulzeit war immer schlimm für mich. Ich habe Schulzeit nie genossen. Nur in den Pausen. Ich hab's gehasst. Mich hat Hausübung immer gefickt. Immer Hausübung vergessen. Hausübung immer in der Pause gemacht. Immer. Zu Hause konnte das nicht machen. Sobald ich anfangen musste zu lernen, bin ich mal eigen. Die dachten, ich bin so urvergesslich, weil ich dauernd gesagt habe, ich habe, weißt du, Hausübung vergessen und sowas. Also immer kein Bock zu machen. Aber warte, die was in der Schule aufpassen und nicht lernen oder die nicht aufpassen und dann lernen gehen? Ich glaub, die in der Schule aufpassen und nicht lernen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe nie gelernt. Ich konnte nicht lernen. Ja, Unterstufe musste ich halt nie lernen. Ich musste schon eine Zeit lang, ich hatte so Nachhilfe und so, ich wurde gefickt. Oh mein Gott, Mann, ich hatte auch mal Nachhilfe. Ich hatte in Deutsch, lustigerweise. Ich hatte durchgehend Nachhilfe, meine ganze Schulzeit fast. Echt? Ja, Englisch, Deutsch. Hast Matura? Nein. Na gut, Jon. Aber ich habe wenigstens geschafft, weißt du? Was? Hast du Abschluss? Nee. Ich habe Straßenabschluss, das zählt mehr. Ja, aber, weiß nicht. Habt ihr Matura? Ja. Im Jänner. Obwohl, ich hatte nur bis zur ersten Hören. Die haben mich einfach rausgehauen. Echt? Ja. Wieso? Fehlstunden. Nein. Während Corona, aber nein. Echt? Das mal, ja. Weil ich war in diesen Corona-Online-Klassen nicht da und die haben mich einfach aber diese Online-Klassen waren eh Blödsinn. Das war eh Blödsinn, Mann. Wir haben nur wer macht da Anwesenheit? Das wäre mir nicht blöd, ob ich da bin oder nicht. Am Zeugnistag. Ich gehe Schule. Ha? Warst du noch überhaupt in der Schule? Ja, ja. Ich war bis vor 2 Jahren. Ja, genau, Corona, oder? Welche Schule? Hasch. Ich habe 2 Monate vor meinem Abschluss abgebrochen. Wieso? Weiß keiner. Ja, Mann. Also 2 Monate vor Hasch aus. Ja, Mann. Das ist dumm. Ja. Ja. Wieso? Erwidern Sie mal. Der Herr. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Also auf Ernst? Einfach ehrlich, gesagt, kein Bock mehr. War diese Corona-Zeit und dann war ich so extrem demotiviert. Hatte gar keinen Bock mehr. Während dieses Online-Dings, da war ich Baustelle arbeiten. Müsst ihr überlegen.
ich hatte die Koffer immer im Dings da und habe gearbeitet währenddessen. Mhm. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, ich brauche das eh nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört einfach. Liridon, wie geht's dir? Er schreit entstellen, stumm. Ja, ey, gut, im Hintergrund hielt die Bruder sie vor. Ich hatte in Betriebswirtschaft, ja, da hat mir die Lehrerin immer gesagt, bist du am Arbeiten? Ich so, ja, ist okay, passt, kannst auflegen. Echt? Ja, aber sie hat mich eingetragen immer. Welche Arsch warst du? Dritte. Ach so. Margareten. Befi, Privatschule, weißt du? Hauptsache, wie gesagt, VBS sagt, ja, aber VBS ist 10-mal teurer, glaube ich. Wie viel zahlt sie im Jahr? Ich will nicht mal wissen, Mann. Ja, ihr zahlt aber viel mehr. Ein Taui. Nein, mehr als ein Taui. Es wurde immer teurer. Wir zahlen für ein Jahr Taui. Aber wir haben immer zurückgeholt, weißt du, Schülerhilfe. Ja, für ein Jahr. Achso, zurückgeholt. Ja, Schülerhilfe. Ein Jahr gezahlt VBS. 1.300 Euro, wegen Scheidungskind. 1,6, gell? Für Urlaub, weißt du. Bruder, 1,6 schon wild, Bruder. Ich hab's nicht mal. Habt ihr Schülerhilfe benutzt? Ich weiß nicht mehr. Schüler was? Schülerbeihilfe. Man kriegt im Jahr dann 1.200 Euro zurück. Nein, das hast du das nicht gemacht? Ja, aber das kann ja nicht jeder machen. Doch, ihr kriegt halt weniger. Scheidungskinder kriegen mehr und irgendwas, wenn das Kind eine Behinderung hat oder so. Ja, darum geht's. Das heißt, du hast doppelt kassiert. Aber dann immer beantragt. Und danach, Geld kommt so im Ende Juni für Urlaub. Batz, 1, 2. Was? Ja, aber Schule. Der hat aber Gehalt von der Schule bekommen. Schule war wirklich Arsch, Bruder. Ich hab Schule gehasst. Ich war so depressiv. Nur Pausen waren geil, Mann. Ich hab's gehasst. VBS, ich hab's ehrlich gehasst. Es ist geil, weil du Menschen kennenlernst und sowas, aber. Ja, was? Ich hab aus VBS zwei Leute kennengelernt, Alter. Das macht arg depressiv, Mann. Boah, Arschmargeräten war super. Schule macht echt fertig. Aber da war nur Türken und Jugos, Mann. Man, als ich Hack wiederholt habe, hätte ich VBS wechseln sollen in den ersten. Ich war dort. Augarten, ne? Ich hätte dort hingehen sollen. Ich habe es nicht mal bedacht, ich dachte mir so, ich kenne hier die Lehrer. Akademiestraße, Augarten ist neu, Augarten ist schlimmste Ding. Ja? Augarten hat so einen Ruf, seine Drogenschule zu sein. Echt? Ja. Erster Bezirk oder was? Hä? Erster Bezirk, welcher Bezirk ist, oder welcher Bezirk ist Augarten? Gute Frage. Irgendwo bei Rennweg, glaube ich, oder sowas. Wirklich? Rennweg? Ja. Na, ich glaube, du laberst jetzt irgendwas. Dort bei Römerplatz, glaube ich, weiß nicht. Aber erster Bezirk, ich hätte ersten wechseln sollen. Alles ist dort besser. Es ist im ersten. Nee, das ist einfach schöner. Die Lehrer waren aber ein bisschen mehr. Streng, oder? Ja, mehr, ja. Vom VBS-Lehrer sind auch Wichser. Ja. VBS-Hacklehrer, also, Floridsdorf-Hacklehrer. Also Floridsdorf-Hacklehrer waren scheiße. Floridsdorf-Haschlehrer, beste. Schön, so chillig. Die haben unnötig Stress gemacht. Augarten ist im zweiten, oder? Ja, ist es nicht bei U2? Ja, irgendwo dort. Ding. Jeder, mit dem ich jemals geredet habe, durfte in der fünften Hack Ding verwenden. Das ist Formelsammlung bei Mathe-Schularbeit zum Beispiel. Wir mussten das so machen. Wir mussten das wissen. Wer hat jetzt Mathe? Ja, Hack hat mal Mathe, Hasch hat mal keine Mathe. Das ist der einzige Vorteil eigentlich von Hasch. Also, dass es easier geht, weil du keine Mathe hast, oder? Ja. Aber Meinung, VWS Floridsdorf, dass die Direktorin manchmal vor der Schule stand, weil wir durften keine Jogginghosen und keine Terroristenhosen tragen in der Schule. Ja, das war Jogger getragen. Ich hatte deswegen jetzt. Bis vor kurzem keine Jogger in meiner scheiße Ding, in meinem Kleiderschrank. Das war wie ein Penner immer in der Schule, ich war Ärger wurscht. Wir durften keine Jogger und keine zerrissenen Hosen tragen. Echt? Und manchmal stand die Direktorin vor der Schule, bei Schulbeginn, weißt du, wo alle reingehen, und hat kontrolliert, was für Hosen du an hast. Und dann? Ich stand einfach unter dir gegrüßt, die hat einfach jeden gegrüßt. Wenn zerrissene Hose oder Jogginghose war, hat sie dich nach Hause geschickt, ja, umziehen und dann musst du wieder kommen. Was? Das ist doch nicht legal. Das ist der Dresscode. Das ist so, wie wenn du nicht mit Uniform... Ach so, weil das eine Privatschule ist. Bei unserer Dresscode Straße. Bruder, der hat uns einfach nach Hause geschickt und wir mussten wiederkommen. Was für ein Fuck. Ich gehe nach Hause eine Stunde hin. Ich hatte immer ein paar Jeans in meinem Spind. Weil ich bin eh öfter mit zerrissenen Hosen. Jogginghose habe ich mir nie getraut. Echt? Weil da hatte ich dann jeder Lehrer angesprochen. Und ein paar Lehrer waren so scheißegal. Zerrissene Hose, Hauptsache Jeans, weißt du? Zerrissene haben wir mehrere gemacht, aber Jogger war so okay. Und ich hatte eh oft zerrissene an. Ich habe nur Jogger getan. Ich hatte oft zerrissene an, aber ich hatte immer ein paar Jeans im Spind. Ich glaube, ich habe so 2 Jahre... Okay, Blödsinn. Aber ich hatte auf jeden Fall eine lange Zeit keine Jeans, generell keine Jeans vor Anfang. Nur Jogginghose. Ich hatte keine Jogger. Und so eine Anzughose oder so. Bist du mal zu spät gekommen, weil du gewartet hast, dass die Direktorin reingeht? Sakko? Na, Mann. Ich schon. Was? Ich bin schon mal zu spät gekommen, weil ich gewartet habe, dass die Direktorin da reingeht, dass ich, weißt du, mich reinschmulen kann. Ich zahle Geld, damit ich nicht in die Schule reinkomme, was das war bei uns schon chillig, Alter. Ich bin schon ein paar Mal so zu spät gekommen, einfach so. Es war wurscht. Ja, uns ist auch egal. Immer wenn man zu spät kommt, eine Stunde, müsst ihr immer schreiben, Entschuldigung, Übelkeit oder Durchfall. Das muss man immer entschuldigen. Bei VBS gab es ein Passierschein, weißt du noch? Ja. Oh mein Gott, damit du nach Hause gehen darfst, musst du Klassenvorstand und den, der jetzt gerade Unterricht hat, unterschreiben lassen auf einen Zettel. Ich bin einfach einen Grund draufschreiben. Ja, das irgendwann. V-
falls du da fragst, auch, das war der größte Blödsinn, aber der passiert. Kommt drauf an, wer den Klassenvorstand ist, ob er dir das durchgehen lässt. Du kannst doch einfach gehen bei manchen Klassenvorständen und dann gibst du ihm am Ende der Woche einen Passierschein. Das ist schon so ein Scheiß. Im letzten Jahr, ich hatte Urangst, dass ich so nicht beurteilt bekomme im Sport. Ich war oft nicht Sport einfach. Weil wieso geht man in Sport? Sport war Sport beste. Ist am geilsten. Es war so, weißt du, es war so Donnerstagabend. Ja, dieser Vibe. Du hast dazwischen drei Freistunden. Nein, ich hatte eine Freistunde. Sonst immer zwei. Ich hatte eine Freistunde und dann habe ich mir immer gesagt, fuck, ich weiß, ich gehe. Kommt drauf an, man am Ende. Und dann irgendwann mich hat so Schock. Ich wach so auf mitten in der Nacht. Ich so, fuck, wie oft war ich eigentlich schon nicht Sport? Ja, und Sport war beste. Zwei Runden laufen, dann Fußball spielen. Ja, Bruder, fünfter Haar kann keiner mehr Fußball spielen. Das sind nur noch so Christophs und so. Da gibt's kein Fußball. Ja, ja. Ist halt wirklich so. Völkerball kannst du mit denen nicht spielen. Ah. Meinung, dass wir einmal Ringen gemacht haben. Ringen in Turnen? Wir hatten nur Ringen in Turnen. Ich habe nicht mitgemacht. Wieso? Ich weiß nicht. Zum Fäge. Ja. Ja. Ich war Unterstufe, wie immer in der Klasse. Wir haben es immer gefetzt mäßig und wir haben schon eine ganze Klasse gegen Konrad einfach. Ja. Wir waren so fünf auf Konrad. Ich weiß noch, es war so ein Moment. So, erstes Mal, wir haben so in der Klasse so Fetzerei gehabt. Da habe ich verloren. Gegen Musti. Und danach habe ich immer noch gewonnen. Ich war so. Nie wieder. Ego. Nie wieder verliere ich, weißt. Und dann habe ich die Jungs so, ich war ein bisschen größer, damals schon. Ich habe so Jungs genommen, Schwitzkasten so hochgekommen und dann sind die Beine gezappt. Konrad war eigentlich in der Eibe, Ur-Bully, man. Er hat uns einfach, er hat so Leute gemobbt, einfach um seine nicht, Dominanz das ist heute zu immer noch, nicht, das stimmt nicht. Er ist auch immer noch Bully. Er ist ein Mobber. Ich habe niemanden gemobbt, Alter. Das ist eine Lüge. Okay. Außer geschlagen. Ich habe euch verteidigt, Alter. Ich habe dir immer mich verteidigt. Ja, mich eh, ich rede nicht. Ich habe dich immer gerettet, Alter. Wir waren ein Team. Musti am Anfang. Wir haben untereinander in der Dreiergruppe haben wir uns schon verarscht, so auf, aber hart, schon unter der Gürtellinie. So rassistische Sachen. Irgendwann mal gab es so. Bodenlos, weißt du? Ja, bodenlos, ja, aber wenn jemand anderes gesagt hat, dann war immer Ding. Immer gegen den. Ja, also. Aber ich muss, am Anfang war es so, es gab so zwischen Musti und mir auch so eine kleine Diskrepanz wegen diesem Verarschen, weil jeder wollte Alpha sein. Und dann haben wir uns irgendwann mal, wir haben uns so gestritten, so ein bisschen stärker. Dann haben wir uns aber zusammengetan und dann waren wir unzerstörbar. Was hast du gerade gesagt? Diskrepanz? Ja. Ich hab so getan, natürlich zu verstehen. Ich also so, ja, ja, das Gepranzen. Das ist gut. Ja, ja, Facts, man. Das Gepranzen ist ein gut, man. Ja, dann haben wir uns auf jeden Fall zusammengetan und dann waren wir gegen alle. Ich war immer für Frieden. Was ich war auch immer klein. Okay, Nelson Mandela. Aber ich war immer free. Free Nelson Mandela. Aber ich war immer klein, man. Ich bin erst jetzt gewachsen. Ich auch. Ich war wirklich immer klein. Ich war noch kleiner als er. God is great. Immer ja, du, was weil locker bis ich 15 war, glaube ich, so 1,50 oder so mal. Safe. Und du warst aber damals schon klein, als wir noch Fußball gespielt haben. Ja, ich war der Kleinste immer. Aber Doni, war immer Innenverteidiger, hat alle geschnitzt. War einfach. Sehr Hund, war ich. Ein Hund? Ein Bullenhund, Alter. Wuff, wuff. War jetzt ein Bullenhund? Ich war Maschine, Mann. Hier steht, Mann. Schule war eh nice. Ja. Ich muss sagen, war das Volksschule? Unterstufe. Na, aber warte, also, Dings, wir waren in der Unterstufe. Unterstufe war die beste Zeit. Na, warte, Polio der FMS? Das, vertrau mir, das ist die Crack-Schule. Ja, weißt du, hast du Orgel-Geschichten gehört? Na, ich war, Dings da. Polga was? Nein, Poli. Nein, Poli. So, Poli. Dings da, neben Donnerstrom. Das ist die schlimmste Schule. Jeden Tag Abschlägerei. Neben Plex? Neben Plex ist es diese? Ja, na, neben Plex. Was ist das, neben Plex? Neben Safran. Das ist eine Schule. Ach so. Ja. Beste. FMS, Poli-Zeit. Stärkst. Bruder, ich weiß nicht, als wir aus Unterstufe rauskommen sind, Blödsinn. War immer so, wer aufs Poli geht und sein Scheiß war so, Meier, Bruder. Ja, und so, aber ich war FMS. Das geschafft, so ist der HTL und sein Scheiß geht ins Poli. Na, Poli war ja Dings da, wäre das so ein Orientierungsjahr oder so. War komplett unnötig. Ja, so dingmäßig, so, ja, mal schauen, was passiert. Ja, ja, Arbeit oder Schule. Ja, so war für mich Hack. Aber auch krank eigentlich. Na, FMS war halt gut, wenn du FMS warst, dann musst du für Hasch keine Aufnahmeprüfung machen. Wirklich? Ja, und von Hauptschule musst du dann machen. Achso, warst du dort? Ja, ja, war FMS. Nach Hauptschule war ich Dings da. Prinzklasse warst du auch Unterstufe? Ja, wolltest du da schon Lehre machen oder was? Keine Ahnung. Ich wollte einfach, ich wusste, was ich mache. Das ist eigentlich urkrank. Wie alt ist man da? Ich weiß, ich habe mir das auch letztes gedacht. 14. Und du musst entscheiden, ob du jetzt arbeiten gehst. Ehrlich, wir wollen nicht verarschen, Bruder. 12, 13 und ich leide immer noch darunter, was ich für eine Entscheidung getroffen habe. Ja, ja, Mann. 10 Jahre später. Du machst einfach eine arg-wichtige Entscheidung. Mit 14, das ist ja unverschämt. Wenn du dich entscheidest, in dem Moment arbeiten und du gehst, du kommst nie wieder in Schule. Du bist ja, du bist für immer noch auf Arbeit. Du bist einfach erwachsen. Ja. Oder wenn nicht du erwachsen, aber du arbeitest. Du gehst dann halt deinen Weg. Aber ist also wirklich, oder wenn, ja, weil du bist gewohnt, dann, wenn ist du arbeiten so gehst, du verdienst Geld, schon Schule, kein Geld wieder. Ja. Vergiss. In Schule, du chillst noch so ein bisschen, weißt du. Ja, in Schule war immer so wurscht, ja. Also du gehst, kannst einfach Schule so mal einen Tag nicht gehen, weißt du, ja, so, du schläfst einfach. Jetzt arbeite ich gehe nicht einmal, mein Onkel. Na, jetzt ein arbeiten Stich. Muss man. Mei, ja. Das ist immer das Gefickteste an Schule, dass man einfach kein Geld hatte. Ja. Man nicht irgendwie, aber habt ihr nicht samstags gearbeitet? Ich war immer Baustelle samstags. Ja, so auf inoffiziell manchmal. Nein, ich war immer jeden Samstag. Jeden Samstag? Das war best life.
Da hatte ich mal 300 Euro im Monat. So, hey, chillig. Nein, ich habe immer so einen Monat, zwei Monate im Sommer. Scheiße. Ja. Ein Monat bis zwei Monate im Sommer und dann 2k oder so. Büste, Bosch, ganz Jahr ausgesagt. Ganzes Jahr hat er gleich. Nein, Samstagjob, man. Auf Craig, ich habe nie einen Samstagjob gemacht. Ich auch nicht. Ich hätte aber eigentlich mal so. Ja. Nein, aber so Bille oder so, ich könnte nie arbeiten am Samstag. Bille? Ich weiß nicht, das machen wir. Da ist hier urviel los, oder? Das ist das Binette. Das habe ich mir immer gedacht, Samstagjob ist immer Samstag, ist der Tag, wo du hakeln musst. Ja, man, Samstag ist so dreckig, alle kommen. Alle kommen Samstag. Ich wollte nie Bille arbeiten. Freitag kannst du nicht fortgehen. Ja. Ich wollte nie Bille arbeiten, wenn man ins Kasse sein muss. Ja. Jeder sieht dich, oder was? Du gehst Kasse, das Ding, du musst auf einmal zählen, was? Auf einmal, du verzählst dich so, was? So, du machst du mit Fingern. Scheiße. Taschenrechner, du hast. Ehrlich, der extra Arbeit, na, das könnt ihr auch nicht machen. Ab Oberstufe ist Schule beschissen. Ehrlich. Studium ist ja geil. Das die einzige Scheiße an Volksschule, Mittelschule waren Elternsprechtage, ehrlich. Ich weiß gar nicht. Ja, damals warst du schon nervös wegen Elternsprechtage? Ja, Bruder. Mir war das aber immer egal. Meine Mutter hat mich eingeschrien, so ein, zwei Stunden, dann hat sie aufgehört. Also sie hat mich eine Woche gehasst und danach war ich wieder so. Ich habe damals nie Ärger bekommen. Ich habe auch nie. Es war immer so klar, weißt du, dass ich schlecht bin. Das war nichts Neues. Die ersten paar Jahre waren sie enttäuscht. Dann war meine Mutter immer auf meiner Seite. Sie hat so ein bisschen geredet, kommen Sie bitte, Ding geht schon, weißt du. Aber mir nicht, meine Mutter und Dings, Tag-Team immer. Nein. Tag-Team. Schwerst immer. Aber mir war es egal nach einer Zeit. Ich sitze einfach nur daneben, ich höre nur zu. Ne, was willst du machen? Ehrlich, ich kann jetzt nicht weinen, oder was ich sage. Bei mir war so mäßig, wenn was Schlechtes kommt, dann war so, die Lehrerin sagte so, meine Mutter war ganz sachlich. Die saß und dann zu Hause hat sie mit dem halt normal geredet, ist das. Und danach kam der Gürtel. Österreichische Mutter gibt es keinen Gürtel. Mein Vater hat mich immer fertig gemacht. Mutter war ja so chillig, weil die hat eh gewusst, ich bin nicht dumm. So. Ich bin ja keine Hausübung. Mein Vater hat mich immer fertig gemacht. Ja. So, Vater kennt keine Gnade. Keine Ahnung. Weiß ich mal, ob mein Vater mich fertig macht. Vor allem, weil... Ich hab dann immer so gesagt, ja, Schule passt eh alles, ja, Hausübung passt, Hausübung habe ich gemacht, passt. Yeah. Dann Elternsprechtage, ja, ihr Sohn hat von 28 Hausübungen zwei gebracht, weißt du, mein Vater, ich schreibe mir diesen Killer, ich hab gewusst, ich bin am Arsch, weißt du, er gibt mir diesen, sehe nur diesen Blick. Ja, du hast gemacht, so diesen, ja, du kannst diesen seitlichen, so, Kopf schaut zu ihr, aber Augen sind bei mir, weißt du. Na, das ist schon das richtige Vaterblick, aber das ist weg. Schon Angst bekommen, jetzt was. Er hat schon gezittert, man. Jetzt arbeiten. Aber was findet ihr eigentlich besser, Arbeit oder Schule? Arbeit wegen Geld. Ja. Safe. Sonst aber das Ding ist egal. Ich mag auch nicht lernen. Aber Schule hat mir Spaß gemacht. Lernen ist schlimm. Na, das Schönste ist nach Arbeit einfach, du musst an nichts denken, man. Außer halt, wie du Geld verschwendest. Arbeit ist safe. Und außer, dass du morgen wieder arbeitest. Das ist schlimm eigentlich. Das ist halt das Schierste. Dass du in der Früh wieder aufstehen musst. Je nachdem, was Montag, für einen Job du hast, dass sich dieses Schularbeit kommt. Prüfungen kommen. Das ist das Beste. Du musst nichts lernen. Du bist einfach Ding. Schule ist ja auch chillig, bis Prüfungen kommen, weißt du? Und Prüfungen ist das. Hör mir auf. Das war du kannst ja eigentlich ganz nicht aufpassen, aber dann, weißt du, dann kommt dieser Punkt. Denkst du im Mai, Prüfungen, da musst du... Seid ihr immer öffentlich gefahren in Schule, oder? Ja. Ja. Ich bin noch eine Zeit lang, zwei, drei Jahre mit Auto gefahren. Also. Ich bin nur Ende des dritten Klasse, so, wo ich meinen Schein gemacht habe. Bin ich gefahren. Wann hast du Schein? Ich seit zwei Jahren. Nein. Ich glaube, ich habe schon seit fünf Jahren. Alter. Was? Echt? Wann hast du deinen Schein gemacht? Mit 17 hatte ich schon. Ich habe mit 17,5. Nach ersten Lockdown habe ich meinen. Nach ersten Lockdown habe ich meinen gemacht. Ich habe 3,5 Jahre, glaube ich, mit Schein. Jänner 2019. Achso, du so früh. Naja, wenn du mit 17 gemacht hast. 17,5. Ja, egal, 17. 17 ist 17. Das war 2017. Das Ding ist, kommt drauf an, wo man wohnt. Ich hatte immer chillige öffentliche Connection. Ja, ich musste Schein machen. Wenn ich gehe, ich habe zwei Busse. Ich komme zu zwei und zu eins. Bei mir Straßenbahn. Ja, Straßenbahn. Ich komme mit einem Bus zur Straßenbahn und zu U2. Was ist das eigentlich für ein Major, Alter? USA gegen Iran? Boah, das ist Krieg. Ja, das wird Krieg. Ich freue mich, Alter. Bist du selber das? Ich komme locker zu U1 und U2, mehr braucht man nicht. U1 und U2 kommen. Ja, hat man eh alles. Von U2 gehe ich manchmal sogar zu Fuß und danach. Ja, 26er Straßenbahn kommst du zu Ding, U6. Ja, locker. Kriegst du alles bei uns. Hallo. Ist das? Na, oder? Was ist das? Sag den Namen nicht. Wie hast du ihn? Ding. Sag was Lustiges. Perfekt. Hast du das Auto, Mann? Was? Bist du im Auto weg? Ne, ich bin im Auto. Ehrlich? Klar, was du? Ne, ist so. Schade. Nein, Bruder. Brauchst du das Auto? Er hat einen Schein, wie alt ist er? Mei, ja. Wie alt ist er?
19, 18. Hä? Ist schon so alt? Nee, Bruder, der war ja fort. Ist nicht 16? 16? Hä? Wie alt bist du überhaupt? 18. Ja, du fragst mich jetzt wegen Auto, nachdem ich seit 15 Stunden weg bin. Ich dachte, er ist 16. Ja, weil ich jetzt weggehe, Mann. Ich dachte, du bist mit mir mitgefahren, weil du hast gesagt, so, jemand hat dich angerufen und dann bist du weggegangen auf einmal. Er hat so aufgenommen, dass es übrigens kleiner Bruder. Der Name darf nicht genannt werden, das wird gepiepst. Ja, okay, dann. Ja, was soll ich dir jetzt sagen, Mann? Schieb's kein Auto zu Hause. Hast du Pech, ne? Muss laufen. Geht ihr ins Gym? Gehst du ins Gym? Nein. Wohin geht ihr also? Zu einer Perle. Safran wollte ich gehen. Jo, jo. Jo, frage mit wem? Mit wem? Da haben wir ihn. Das ist keine Antwort jetzt. Ja. Aber Safran brauchst du eh kein Auto. Kein Kommentar, ha? Ja, aber er darf bis 22 Uhr essen, weil er morgen Stellung. Wer? Marcel. Das ist Lüge, Bruder. Das ist ärgerwurscht. Marcel, Alter. Ihr habt hier Zeit, Mann. Wenn ihr essen wollt. Das ist Cap einfach. Er soll in der Früh nichts essen. Er soll in der Früh nichts essen, Mann. Ja, er soll in der Früh nichts essen. Und Safran hat nur bis 10 aufweisen, oder? Ha? Die können das eh nicht nachweisen, oder? 10 auf dein Blut. Wie? Einfach am Tag nichts nachweisen. Einmal am Tag nichts essen, passt schon. Ja, einfach Ding. Also, ob er jetzt 22 Uhr ist oder 23 Uhr oder 12 Uhr. Aber Safran hat nur bis 10 offen. Ja, dann laufen. Ja, egal, Mann. Roller, hol den Roller. Tschüss, Unbekannter. Sass. Ja, Jungs, schaut so aus, Alter. Ja. Käsekreiner oder was? Wir sind jetzt bei 40. Ein Käsekreiner wäre jetzt stark. Ja, was machen wir eigentlich mit Outro? Outro? Ja. Wir Jungs ohne Penis. Singen wir wieder, oder? Ja, was willst du singen? Hast du was auf Lage? Das ist ein bisschen... Ich kann nichts singen. Ich kann auch nichts singen. Ich glaube, ich habe nichts auf Lage. Ich kann nur sagen... Aber ich kann Autotune drauf geben, wir können es ja singen. Ehrlich? Hm? Ja. Kannst du das wirklich machen? Ja, sicher. Mach jetzt Autotune, irgendein Lied. Sag mir irgendein Lied. Sing Heist in the Room von Travis Scott. Nein, das sing ich nicht. Heist in the Room. Ihr müsst ein bisschen mitzoomen. Aber so auf süß. Können wir in den Straßenlied rappen? Kann ich das so? Du kannst was? Rappen wir den Müsse-Betakt. Okay, seid ihr ready? Aber ein Straßenlied. Ihr müsst mitzoomen auf süß. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Jungs ohne Pipi-Mann.